Den Preis werden PWM-Signalgenerator mit dem etwas eigenartigen Namen XY-LPWM habe ich bei Banggood für kleines Geld gekauft. Oft werden diese China-Produkte als minderwertig oder Schrott bezeichnet. Da habe ich aber eine andere Meinung dazu. Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis erhalte ich hier in Deutschland diese Produkte nicht, eventuell über die Bucht. Aber für meine kleinen Experimente und Basteleien sind sie hervorragend geeignet und sind für mich auch erschwinglich. Deshalb werde ich auch weiterhin diese Teile in China kaufen und eventuell auch hier vorstellen. Das Modul hat 4 Drucktasten, mit denen man die Frequenz und den Tastgrad einstellen kann. Durch längeres Halten der Tasten kann man die Parameter schneller einstellen. Der Signalgenerator arbeitet mit einer Versorgungsspannung zwischen 3,3 und 30 Volt. Die Amplitude des Signals entspricht der Eingangsspannung und die Stromstärke liegt zwischen 5 und 30 mA. Der Frequenzbereich des Rechtecksignals liegt zwischen 1 Hz und 150 kHz bei einer Genauigkeit von ungefähr 2%. Den XY-LPWM kann man als Signalgenerator für eigene Experimente benutzen. Das ausgegebene Signal ist in Rechteckform und mit diesem PWM-Signal kann man auch Servos oder Steppermotoren steuern. Auch für weitere Möglichkeiten, wo man ein PWM-Signal braucht, kann man dieses Modul einsetzen. Es steht außerdem eine serielle Schnittstelle zur Verfügung, mit der man die Werte des PWM-Generators auslesen kann und auch entsprechend über ein Terminal eingeben kann. Bei mir hat das leider noch nicht funktioniert, werde aber diese Option noch weiter untersuchen. In den folgenden Teilen zeige ich kurz die Möglichkeiten des XY-LPWM-Moduls. Wechsel der Frequenz und Anzeige auf dem Display. Bis zu einer Frequenz von 999 Hz wird der Wert direkt auf dem Display angezeigt. Bei Werten zwischen 1 kHz und 9,99 kHz ist nach der ersten Zahl ein Punkt. Bei Werten zwischen 10 und 99 kHz ist der Punkt nach der zweiten Ziffer. Werte zwischen 100 kHz und 150 kHz werden zusätzlich noch mit einem zweiten Punkt versehen. Man kann mit der zweiten Frequenztaste die Werte auch wieder verringern. Die mit Judy bezeichneten Taster ändern den Tastgrad zwischen 0 und 100%. Dass es sich bei diesem PWM-Signal um ein Rechtecksignal handelt, sieht man auf meinem kleinen DSO 138 Oszilloskop. Beim Druck auf die linke Taste wird die Frequenz erhöht. Ich kann mir auf dem Oszi noch weitere Informationen ansehen. Dabei blende ich eine Textdatei ein, die mir zum Beispiel eine Frequenz liefert, die um 1 bis 2% unterschiedlich sein kann.
Ein Druck auf die rechte Taste verkleinert dann wieder die Frequenz. Genauso geht es mit den Duty-Tasten, bei denen ich den Tastgrad zwischen 1 und 100% einstellen kann. Und hier ein kleines Beispiel, wie man mit der Änderung des Tastgrads einen Servomotor steuern kann. Ich zeige das Beispiel an einem durchlaufenden Servo. Wer meine Videos und mich kennt, weiß, dass ich auch immer nach einer Möglichkeit suche, den 3D-Druck mit dem entsprechenden Projekt zu verbinden. Nun, hier war es ja einfach. Der PWM-Generator sollte noch ein Gehäuse bekommen. Bei Thingiverse habe ich mich umgeschaut und auch ein entsprechendes Design gefunden. Das Modell ist passgenau entworfen, hat aber leider keine Öffnung für die serielle Schnittstelle. Um einen Zugang dazu soll es bei meinem Gerätchen geben. Ich habe also bei Thinkercad die Original SDL-Datei etwas abgeändert und noch eine Öffnung für die fehlenden 3 Pins eingearbeitet. Zuerst habe ich einen Projektnamen vergeben und dann die ursprüngliche SDL-Datei in Thinkercad geladen. Nun wurde ein Würfel als Loch mit den entsprechenden Maßen versehen. Höhe 1,8 mm. Breite 3,65 mm und die Länge ist nicht so wichtig. Ich habe 10 mm genommen. Dieser Block wird nun als Fortsetzung der nun schon vorhandenen Öffnung eingesetzt. Das Ganze wird dann gruppiert und fertig ist die verbesserte STL-Datei. Diese wird nun gespeichert, gesliced und ausgedruckt. Mit dieser neuen Abdeckung kann ich auch die serielle Schnittstelle benutzen. Der PWM-Generator wird nun das Unterteil des 3D-gedruckten Gehäuses eingelegt und mit dem neuen Deckel und 4 kleinen Schrauben fixiert. Dabei sollte man diese nicht zu fest anziehen, da der Deckel nicht allzu dick ist. Thank you.
Nun ist alles eingebaut und steht zu einem zukünftigen Gebrauch bereit. Wie und ob ich dann die serielle Schnittstelle bedienen kann, werde ich ausprobieren und eventuell in einem weiteren Video zeigen. Wer da schon einen Ratschlag dazu hat, kann mir das gerne im Kommentar unten schreiben. Ich hoffe, mein kleines Video hat Ihnen gefallen. Schauen Sie doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüss und Salü aus dem Saarland.